Oh, oh. Hallo. Ich freue mich sehr. Es geht los. Willkommen beim Chaos-Familienduell. Willkommen beim Chaos-Familienduell. Ich freue mich sehr, jetzt hier einfach mich ins Publikum zu setzen und die Show mit anzuschauen und übergebe an die reizenden Moderatorinnen. Ja, vielen Dank. Euer Zeichen. Willst du mal kurz los? Bitte? Ah. Unser Zufallsgenerator. Ich darf mich vorstellen, ich bin Missinformation, ich bin lauter. Ja, ich kann mich nicht lauter machen. Das ist unser Zufallsgenerator. Hochgeeicht. Ich habe die verantwortungsvolle Aufgabe, ihn zu schütteln. Bitte schön. Ich werde einmal ziehen. Das erste Team ist das Team Drop Table. Ist dieses Team hier. Little Bobby Tables irgendwo? Ich zieh nochmal. Ach, ihr seid da. Da sind sie doch. Das ist euer Sofa. Wie viele fehlen euch? Dann brauchen wir jetzt zwei Freiwillige aus dem Publikum. Wer möchte mit diesem Team zusammen spielen? Ah, da hinten ist ein Arm. Zwei, na, drei. Die, die am schnellsten sind, kommen hierher. Nein, das nicht. So, direkt das zweite Team hinterher. Das zweite Team ist die Binary Kitchen. Also im Fernsehen gibt es ja immer Anheizer. Jetzt Applaus, Applaus. Das ist euer Sofa. Wer? Dann brauchen wir noch einen. Einen. Okay. Test? Ja. Okay. So. Ihr seid dann soweit. Sehr gut. Habt ihr jeweils einen Team-Captain? Du bist hier der Team-Captain. Wer ist hier der Team-Captain? Ja. Dann stellt euch doch mal kurz vor, was treibt euch als Team zusammen? Dann fange ich mal an. Also wir sind die Binary Kitchen, ein Hackerspace im wunderschönen Regensburg. Ja. Ja, dann ihr. Ja, wir sind Drop Table Ranking. Ja, der, also zwei, die noch hier sitzen, kommen mit aus Leipzig, aus dem Studium, von der Arbeit. Und die anderen beiden, zwei Freiwilligen, haben sich gerade gemeldet. Und wir hatten halt leichte Ausfälle. So. Ich habe noch eine ganz kurze Ansage aus dem Off, das darf dann gerne rausgeschnitten werden für die Ausstrahlung. Und zwar gibt es eine technische Störung hier und wir müssten euch bitten, alle WLAN-Hotspots auszuschalten und alle Bluetooth-Geräte, damit die Technik besser funktioniert. Also jetzt jeder mal 5 Minuten Umbaupause und dann... Dankeschön. Ihr stellt euch mal jeweils einzeln vor. Ach so. So. Als nächstes würde ich vorschlagen, stellt ihr euch jeder nochmal für sich vor. Da haben wir uns ausgedacht, dass ihr euren Namen nennt und was euer erster Computer war. Also, ich fange an? Ja, dann fange ich an. Mein Name ist Cassandro. Meine ersten Computer war ein T994A und ein ZX80 mit ZX81 ROM. Hi, ich bin Stefan und mein erster Computer war ein Pentium 100. Mein erster war ein Amiga 500 und ich weiß nicht mehr, Workbench, mit welchem Kick-ROM, keine, sorry. Schizophren heiße ich. Und ich bin Ralf und mein erster Rechner war ein Commodore 64. Ich
bin Venti und mein erster Computer war ein 286er mit Turbo-Taste. Ja, ich bin der Ofi, ich schließe mich an, 80286er, auch 16 MHz, glaube ich, ja, auch mit Turbo-Taste. Ja, ich bin der André und mein erster war ein 486, aber ebenfalls mit Turbo-Taste. Und der Tobias schon mit 44 MHz. Peter, C64. Jochen mit irgend so einem Pentium 1 mit 150 MHz. Jo. Dann könnten wir jetzt anfangen. Ich erkläre noch mal kurz die Regeln für die, die sie nicht kennen. Ihr spielt jeweils in Teams als eine Chaos-Familie. Ihr habt einen Teamkapitän und es gibt ein Spiel. Das besteht jetzt aus 5 Runden und am Anfang jeder Runde stehen die Teamkapitäne beziehungsweise in den folgenden Runden die Leute, die daneben sitzen, vorne und buzzern gegeneinander. Der, der zuerst buzzert, darf eine mögliche Antwort auf diese Frage nennen. Wenn das die Top-Antwort ist, die oberste, dann geht die Runde an euch und ihr dürft weiterraten, bis ihr 3 Fehlerpunkte habt. Wenn ihr 3 Fehlerpunkte habt, hat das andere Team die Möglichkeit, euch die Punkte zu klauen. Wenn ihr nicht die Top-Antwort nennt beim Buzzern, dann darf das andere Team nochmal raten und wenn die Antwort höher liegt, dann geht die Runde an das Team und die dürfen raten, bis sie 3 Fehlerpunkte haben und dann dürftet ihr klauen. So, ob das funktioniert, finden wir beim Spielen raus. Also, ab an die Buzzer. Das war jetzt unfair, wir machen das nochmal. Warten, bis das ausgeht. Hände neben die Buzzer und dann nicht auf die Buzzer. So, jetzt dürft ihr buzzern. TCP/IP. Ist TCP/IP dabei? Danke, liebe Jury. Mate. Ist Mate dabei? Mate ist dabei. Das war die Top-Antwort. Also dürft ihr jetzt weiterraten. Bier. Bier. Ist Bier dabei? Ah. Junk. Leider nicht dabei. Falsche Seite. Falsche Seite. Wir haben unglaublich gute Technik. Ja, unsere Jury ist auch top ausgebildet vor einer halben Stunde. Ja, ihr dürft jetzt aber noch zweimal. Vielleicht Wasser? Wasser. Kaffee. Kaffee. Tee. Tee. Es war schon wieder die falsche Seite. Das kriegen die hin. Es ist schwierig, gutes Personal zu finden. Ist Tee dabei? Nein, ihr dürft nochmal. Cola. Cola. Cola ist dabei. Ja, das heißt, ihr habt die erste Runde gewonnen. Dann geht jetzt der nächste an den Buzzer. Nächste Runde. Die Frage ist noch nicht bekannt. Ich gehe denn mal kurz sagen, wie das funktioniert. Spannend. Also ich kann ja erzählen, was mein erster Computer Nein, war. Ihr habt nicht. Ein Atari ST. Nenne einen HTML-Tag. HTML? HTML? Ist HTML dabei? Oh. Ah. Ich glaube, ich gehe da nicht dabei weiter. Geht's jetzt mit dem Team-Captain weiter oder mit dem gerade? Der nächste, der in der Reihe sitzt, die rückt dann einfach immer weiter. IMG?
EMG, Image? EMD? Von der letzten? Was? Okay. EMG. Ist es dabei? Hat unsere KI zugehört? Bitte? Hat unsere KI zugehört? Nein, leider nicht. Würdest du deine Antwort bitte nochmal nennen? EMG, also Image. Ist EMG dabei? IMG. IMG. Es ist IMG so ein bisschen, die Software hat so ein Problem mit der Spracherkennung manchmal. Ja, wir machen das zum ersten Mal. Sie war an stets bemüht, würde nicht mehr hingehen. Ja, ist IMG da? Gut, dann machst du jetzt einen Fehler bei dem. Das ist das Problem, wenn man so Software auf der Bühne einsetzen will, die so im Progress ist. IMG ist nicht dabei. Aber ihr dürft weiter. Ihr braucht Bilder. Head. Ist Head dabei? FOH, wir haben keinen Ton. Was ist da los? Aber ihr dürft erstmal weitermachen. Gut, dann Diff. Ist Diff dabei? So, das heißt, jetzt dürft ihr euch einmal geschlossen beraten und noch eine Antwort abgeben. Bitte ins Mikrofon beraten. Wir haben leider keinen Ton gerade. Wir sollen ins Mikro beraten. Nee. Sucht es euch aus. Die dürfen eh nicht mehr. Oder? Gut. Also wir haben uns für A entschieden. Ihr habt euch für A entschieden. Ist A dabei? A ist dabei. Das bedeutet, ihr habt jetzt die Punkte von dieser Runde geklaut. So, ihr dürft jetzt auch noch weiter raten. Dann nehmen wir BR. Bitte? BR Break. BR? Wenn die A haben, dann ist doch vorbei. Stopp. Habe ich mich jetzt... Sorry, ihr dürft nicht weiter raten. Tut mir sehr leid. Aber ihr habt die Punkte geklaut und jetzt geht's in die nächste Runde. Auflösen. Alle anderen anzeigen, bitte. Ja. Dann macht doch mal die nächste Frage, bitte. Regie, könnten wir die nächste Frage kriegen? Ich gehe dann das. Nenne den PIN deiner EC-Karte. Ja, da sind wir sehr gespannt. 1, 2, 3, 4. Ist 1, 2, 3, 4 dabei? 1, 2, 3, 4 ist dabei. Die Runde geht an euch. Eins, drei, drei, sieben. Ist dabei. Vier, zwei. Stopp, stopp, ihr dürft euch nicht beraten dabei. 1984. 1984?
Darf ich mir deine EC-Karte mal ausleihen? 8080. 8080. Ah. So, jetzt habt ihr die Chance, die Frage noch zu klauen. Ihr dürft euch beraten. Habt ihr euch entschieden? Sie brauchen noch. Wir sollten einen Countdown einführen. 0, 0, 0, 0. Ist 0, 0, 0, 0 dabei? Ja. Oh. Ja, die Punkte gehen also auch an euch. So, jetzt müssen wir nur noch auflösen. 23, 42 und nein. Ja. Na, dann auf in die nächste Runde, würde ich sagen. Also eigentlich müssten die Teams einfach tauschen, weil technisch ist es leider nicht möglich, das umzudrehen. Vielleicht macht es das einfacher. Aber wir machen das einfach bei der nächsten Runde dann richtig. Machen wir. Also wir denken uns das jetzt einfach. Genau, die Jury denkt sich das andersrum und dann läuft das alles. Also, kommt nach vorne und... Wir können auch Plätze tauschen. Nee, wir machen das jetzt so weiter. So. Ja, nenne eine Farbe, ist die Frage. Punkte auf die falsche Seite gerechnet von der letzten Runde. Schwarz? Ist schwarz dabei? Haben geklaut. Jury, ist schwarz dabei? Liebe Jury, ist schwarz bei der Farbe dabei? Oh. Fast. Kann ich jetzt noch überbieten? Jetzt darfst du noch überbieten. Weiß. Weiß? Ist weiß als Farbe dabei? Weiß? Ob weiß als Farbe dabei ist? Nein, kein Fehler! Weiß ist nicht dabei. Den Case habe ich nicht einprogrammiert. Ja, das heißt, die Runde geht trotzdem an euch. Ihr hattet schwarz gesagt, richtig? Sorry, die Runde geht an euch. Ihr dürft jetzt weitermachen. Nein, die dürfen noch weiterraten. Ich wähle die Farbe FF, FF, FF. Ist FF, FF, FF dabei? Das ist Team falsch. Regenbogen. Ist Regenbogen als Farbe dabei? Liebe Jury, Regenbogen als Farbe? Leider nein. Rot. So, einen dritten Versuch habt ihr noch. Rosa. Ist rosa als Farbe dabei? Leider nein. Dann habt ihr jetzt die Chance zu klauen. Also blau. Ihr dürft euch jetzt beraten. Blau. Blau. Ist blau dabei? Blau ist dabei. Ihr habt die Punkte geklaut. Und jetzt, liebe Jury, bitte auflösen. So, stellt euch schon mal nach vorne. Rot, ich habe rot gesagt.
Rot habe ich gesehen. Rot habe ich gesehen. Rot habe ich gesehen. Rot. Extra fair. Egal. Sorry. So, auf zur nächsten Frage. Kommen, die werden noch zusammengerechnet. Ole? 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 Es läuft ja wie geschmiert. Sorry. Kriegen wir denn schon mal eine neue Frage? Sorry, ich muss das nächste verändern. Wir kriegen das alles noch hin. Spätestens in Version 2. Die nächste Frage bitte. Weihnachtsupdate. Nächstes Jahr gibt's bessere Software. So, nenne eine Serie. Ja, ihr habt schon. Star Trek. Ist Star Trek dabei? Star Trek ist dabei. So, ihr dürft jetzt noch versuchen, eine bessere zu erraten. Stargate. Ist Stargate dabei? Eine bessere. Leider nicht. Kein Fehler. So, die Runde geht demnach an euch und ihr dürft weiterraten. Mr. Robot. Mr. Robot. Ist Mr. Robot dabei? Mr. Robot ist dabei. Ich find's zwar kacke, aber Game of Thrones. Ist Game of Thrones dabei? Game of Thrones ist dabei. Star Wars? Ist Star Wars dabei? Akte X? Ist Akte X dabei? Akte X? Leider nein. House of Cards? Ist House of Cards dabei? Leider nein. Das waren jetzt die drei Fehler. Jetzt dürft ihr versuchen zu klauen. Habt ihr euch schon beraten? Rick and Morty? Ist Rick and Morty dabei? Leider nein. Das heißt, die Punkte bleiben bei euch. Und wir lösen auf. Doctor Who und IT Crowd. So. Unsere Teams dürfen sich schon mal wieder aufstellen. Es geht nicht weiter. Wir sind durch mit dem ersten Spiel. Ja. Natürlich. Ah, das mit den Zählen muss ich noch üben. So, dann schauen wir mal. 800, 1600. Der Gewinner ist eindeutig. Jetzt gibt es Preise für die Binary Kitchen. Und dazu gibt es noch zu sagen, wir haben einen tollen Sponsor. Watterott hat ein paar tolle Preise gesponsert und ihr dürft euch die jetzt, ich bringe sie euch. Zwei. Für die Binary Kitchen gibt es 2 Raspberry Pi, ich drück das mal dir in die Hand, 2 Bildschirme und Touchscreens dafür. Und noch 2 Mikrocontroller-Starter-Sets. Danke. Gerne. Für euch gibt es noch kleine Trostpreise. Okay.
ist echt cool. Respekt. Ja. So, jeder darf sich einen rausziehen. Zwei. Jeder darf sich zwei rausziehen. Also, hier gibt es kleine Mini-Mikrocontroller-Bastelboards. Ja, ich bedanke mich bei euch. Ole bestimmt auch noch. Ja, natürlich bedanke ich mich bei euch. Das war jetzt die erste Runde. Die zweite läuft hoffentlich deutlich besser. Das Mikro legt ihr einfach auf eure Sofas und dann schmeißt doch mal den Zufallsgenerator an. Oh, wo ist er denn? Wo hast du ihn hingestellt? Die Warp Zone, das ist doch... Diese Warp Zone? Mhm. Ist die Warp Zone da? Warp Zone? Ist die Warp Zone da? Ah, die Warp Zone! Hallo! Sucht's euch aus! Und ihr spielt gegen das Team... Ihr spielt gegen tiff-it.org. Ist tiff-it.org da? Vielleicht müssen wir nochmal ziehen. Nochmal. Chance verpasst. Ihr spielt gegen den CCC Freiburg. Zieh diesmal richtig rum. Wer muss links und wer muss rechts? Ja, das sucht sich die Jury tatsächlich selber aus. Also ihr setzt euch hin, wie ihr wollt, und die geben das richtig diesmal in deren Software ein. Was, ich gehe denn diesmal auch hin? Habt ihr jeweils einen Team-Captain? So, dann stell doch mal das Team vor, lieber Team-Captain. Ja, wir sind das Team aus der Warp Zone, aus dem Heimat-Hackerspace, der beiden, die das Spiel hier kreiert haben. Wir haben natürlich an der Auswahl nicht teilgenommen und kennen die Fragen dementsprechend auch nicht. Genau, wir haben das strengstens geheim gehalten. Ja, stell du mal euer Team vor. Hi, wir sind der CCC Freiburg. Dann jetzt nochmal jeder für sich, würde ich sagen. Ja, moin, ich bin Void. Mein erster Computer war ein X86 mit glorreichen 8 MHz und einer Turbo-Taste. Ja, hallo, KGB Vex, C64 ohne Turbo-Taste. Ja, ich bin Moritz und ich glaube, mein erster Laptop war ein alter AST-Laptop, auch wenn das wahrscheinlich niemand was sagt. Ja, ich bin Felix oder Jobby. Mein erste eigene Sache, wo irgendwas wie ein Computer drin war, war ein Game Boy. Ja, mein Name ist Biene und um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung, was mein erster Computer war. Ich glaube, das war so ein Billigteil von Lidl. Jetzt seid ihr dran. Ich bin N3BH und ich glaube, mein erster Computer war irgendwie so ein Tamagotchi oder sowas. Ich bin Wuschel. Mein erster Computer war ein 486er mit 8 MB RAM und der hatte ein CD-Laufwerk von Sony, wo man erstmal die Treiber von Hand laden musste, damit man SUSE installieren konnte. Ja, ich hatte Spaß. Ich bin Suave, mein erster Computer war von Mediamarkt. Mediamarkt. Ich bin HNMS, mein erster Computer war ein Pentium 3. Dim, 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 dim. Ich bin Bianca und mein erster Computer war von meinem Vater.
So, die Team-Captains bitte einmal nach vorne. So, von welchem Hersteller ist dein Laptop? Robson. Lenovo. Lenovo. Ist Lenovo vielleicht dabei? Ja, die Runde geht an die Robson. Ihr dürft jetzt weiterraten. Ich poker mal Apple. Ist Apple dabei? Apple ist dabei. Dell. Bitte? Dell. Ist Dell dabei? Wie sollen wir den Leuten jetzt noch weismachen, dass die Antworten nicht kennen? Asus? Ist Asus dabei? Asus ist nicht dabei. HP? Ist HP dabei? HP ist dabei. Bitte. Dann würde ich mal Acer nehmen. Ist Acer dabei? Ist Acer dabei? Liebe Jury, ist Acer dabei? Oh. So, ja. Die wissen wirklich nichts, ich verspreche es euch. Wie viele Nerds hast du mal gefragt? Ja, genau. Mach doch mal kurz das Intro-Screen. Das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Geht das jetzt? Wir haben 1509 Hacker gefragt, so nebenbei. Zurück. Nenne eine Programmiersprache. Robson? C. Ist C vielleicht dabei? Ihr dürft jetzt, stopp, ihr dürft jetzt, du darfst jetzt nochmal versuchen zu raten. Das entscheidet, an wen die Runde geht. Das war nicht die Top-Antwort. Also ich darf jetzt einmal fragen. Hm, richtig. Und es geht um die Top-Antwort. Pearl? Ist Pearl die Top-Antwort? Ist ziemlich sicher nicht top, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie unter den ersten fünf ist. Boah. Ist nicht mal dabei. Boah. Pearl ist leider nicht dabei. Ihr müsst es zeigen. Sagt es mir oder so. Python. Die müssen weiterraten. So, Robson darf weiterraten. Ja, Python. Python. Ist Python dabei? Python ist dabei. Ein bemerkenswert knappes Ergebnis übrigens. Java. Ist Java dabei? Ich hoffe nicht. Java ist dabei. Was dabei? C++. Ist C++ dabei? C++ ist dabei. Einmal dürft ihr noch. Müsst ihr noch. Habt ihr noch. Rust? Ist Rust dabei? Rust ist dabei. Könnt ihr ein bisschen schlechter spielen oder so? Ja, zwei nach vorne, nächste Runde, würde ich sagen. Lasst uns eine Chance, bitte. Erst die Hand auf die Hölzer und dann nächste Frage, bitte. Nenne einen Kernel. Ja, jetzt. Bei dir leuchtet's aber. Es leuchtet bei dir. Drückt noch mal. Ja.
Im Kernel, der dir so spontan einfällt. Ich muss eins sagen jetzt. Nein. Nein. Ist nein dabei? Nein. Nein? Nein. Nein ist nicht dabei. Ich möchte aber ein Kreuz. Da gibt es noch kein Kreuz für. Oh. Er kriegt noch kein Kreuz. Aber vielleicht fällt dir ja ein Kernel ein. Du wirst doch gar nicht mit Kreuz funktionieren auf der Seite. Ja. Bitte? Ihr sabotiert das Spiel! Es gibt kein Kreuz. So, du darfst nochmal. Aber ich will nicht. Kein Intercom mehr. Habt ihr nicht noch ein extra? Was haben wir extra? Das war jetzt das Intercom auf dem Monitor. Sehr schön, dass es Intercom geht. Liebe Technik, was ist das jetzt? Also, fällt euch noch ein Kernel ein? Oh, da wurde was gerufen. Vielleicht hat das Publikum einen Hinweis. Du bist dran, du musst jetzt raten. Linux. Ist Linux vielleicht dabei? Oh! So, ihr dürft jetzt weiter raten. Ohne absprechen, bitte. Ja. BSD. Ist BSD dabei? BSD ist nicht dabei. Dann gib an Void. Nicht pushen. Nee, wieder ist dran. Dann macht bei mir direkt ein Kreuz. Ich habe keine Ahnung, was ein Kernel ist. Ist das dabei? Leider nicht. Void. GNU Herd. GNU Herd. Zu esoterisch. Das waren jetzt drei Fehler. Jetzt dürft ihr versuchen zu klauen. Windows NT. Ist Windows NT dabei? Oh. Halleluja. Ist nicht dabei. Ja, lösen wir auf, liebe Regie, oder? Ich hätte mich dafür nicht melden sollen. Wir haben ein kleines Problem. Hört ist dabei. Ihr müsst jetzt da noch einen Fehlerpunkt abziehen. Und ihr dürft jetzt noch mal raten. Und Windows NT haben wir einfach nicht gehört. Mach. Mach. Ist Mach dabei? Mach ist dabei. XNU? Ist XNU dabei? Ja, einer bleibt noch. 37 Leute. Was könnte das jetzt noch sein? Vielleicht hat man es schon gehört. Windows NT? Nein. Windows NT ist es nicht. Dann aber, ist Windows NT dabei. Windows NT ist nicht dabei, das ist jetzt der dritte Fehlerpunkt. Ja, eben. Und ihr dürft jetzt klauen. Minix? Ist Minix dabei? Leider nein. Punkte gehen an die Warp Zone. Auflösen. Jetzt bitte auflösen. Auflösen bitte, liebe Jury. Darwin, hat man vielleicht schon mal gehört. Keine Ahnung. So, zwei nach vorne. Sobald die Frage da steht, dürft ihr drücken. Da war der Felix schneller. Nenne eine Zahl, ist die Frage. 42. Ist 42 vielleicht dabei, liebe Jury? Top Antwort.
1337. Ist 1337 dabei? Ja, ihr müsst die Punkte zurücksetzen. Da übrigens auch. So. Was ist 23? Wir sind hier nicht beim Jeopardy. Ist Was ist 23 dabei? Nein. Weitergeben bitte. Einmal dürft ihr noch. Eins. Ist eins dabei? Eins ist dabei. 49 Mal. Bitte? 49 Einsen. Genau. 49 Null. Einsen. Null. Ist null dabei? Nein. So, jetzt dürft ihr klauen. Pi. Ist Pi dabei? Pi ist dabei. Ja, eure ersten Punkte. Glückwunsch. So, jetzt bitte auflösen, liebe Jury. 7 und 23. Nee, nee, da wurde Was ist 23 gesagt. Das war nicht dabei. Ja, dann stellt euch schon mal wieder auf. Ja, da sind sie. Sobald die Frage da steht, dürft ihr drücken. Nenne einen Film. Ist Fine. Kong Fury. Ist Kong Fury dabei? Kong Fury? Nein, ist nicht dabei. Dann darfst du jetzt nochmal. Kill Bill? Ist Kill Bill dabei? Nicht dabei. Biene, du darfst nochmal. Star Wars, auch wenn es jetzt eine Filmreihe ist. Ist Star Wars dabei? Nein. Matrix? Ist Matrix dabei? Ja, also ihr dürft spielen. Fight Club? Ist Fight Club dabei? Leider nein. Ist Hackers dabei? Ist Hackers dabei? Ja! Stargate? Ist Stargate dabei? Leider nein. 2001 Odyssee im Weltraum? Ist 2001 Odyssee im Weltraum dabei? So, ihr dürft euch jetzt beraten und versuchen zu klauen. Blade Runner? Ist Blade Runner dabei? Also, Punkte bleiben bei euch. So. Die Punkte kommen noch, das dauert immer ein bisschen. Aber wir, Jury, bitte auflösen. Wir schauen mal, wir sind jetzt durch. Punkteergebnis, knapp. 23 ist dabei. Tron. Und Pulp Fiction. Tja, also, die Warpstone hat die Runde gewonnen. Schwierig. Die wussten nichts. Ich hol dann mal Preise. Wir machen jetzt... Könnt ihr euch vorstellen, hier läuft einfach so ein Laufband mit Dauerwerbesendungen durch? So. Wir machen diese Runde nur die halbe Menge an Preisen, damit wir noch eine hinterherkriegen. Das ist für die Warpzone.
ja, zieht mal einfach. Viel Spaß damit. Okay, wir haben eine neue Teamanmeldung bekommen. Das ist Software so stark vorgesehen. Das kriegen wir aber hin. Du meinst, wir müssen den Randomizer neu programmieren? Das FOH spielt einfach als tiffit.org. Aber wir losen jetzt nochmal. So, wir haben euren Bildschirm gehijackt und legen unser eigenes Logo rein. So, wer darf denn spielen? Das Entropia. Sucht euch einen schönen Platz aus. Ja. Gegen wen spielt das Entropia? Du hättest schon eins bestimmt. Es ist ja auch jetzt total zufällig, was da kommt. Ha, wir haben noch ein Team. Und das, und das FOH natürlich. Wie losen wir? Wir brauchen ein Software-Update. Das machen wir dann nächstes Jahr mit dem... Wir schmeißen den Entropia nochmal rein. Muss ich den Entropia erstmal wiederfinden. Wir haben das Entropia verloren. Tut uns leid. Da ist es. Entropia traurig. Was denn mit FIFO hier? FIFO? Ich war mit unserem Meeting dabei heute Mittag, also kann ich euch nicht rauslassen. Ich war vor dem Meeting da. Madonius war vor dem Meeting da, das stimmt. Bernd. Da seid ihr. Team Bernd. Was? Welche Teams sind das jetzt? So, Bernd. Nehmt Platz. Team Bernd. Ist das hier vorne? Und das ist anders die Intro. So, dann stellt doch mal kurz euer Team vor. Ich würde sagen, wir fangen mit Bernd an. Ja, wir sind Team Bernd und ich bin Duracell und das sind Leute, die ich kenne. Dann jetzt das Entropia. Hallo, wir sind die Entropia-Band. Wenn ihr etwas hören wollt, dann schreit einfach etwas rein. Rein! Etwas. Das wollte Fifth haben. Ja, wir sind der Entropia irgendwie aus Karlsruhe hergestolpert und wir machen da so eine Veranstaltung, wo ihr nicht hin wollt. Jo, dann stellt euch doch mal jeweils einzeln vor. Mit eurem Computer. Ja, ich bin Duracell und das erste Gerät, wo ich eine Maus bedient habe, war mein Super Nintendo. Hallo, ich bin Anne und das erste Gerät, was ich als irgendeine Art von Computer bezeichnen würde, war ein Game Boy Color, also schon die nächste Generation. Hallo, ich bin Martel. Mein erster Computer war irgendwas mit 68 hinten dran. Hi, ich bin der Olli. Ich habe einen aufgetragenen Amiga 2000 gehabt als erstes. Hi, ich bin der Lucendo und ich habe gar kein Gerät. So, jetzt dürft ihr. Ja, ich bin der Madonius und mein erster Computer war ein Casio-Taschenrechner. Hallo, ich bin Pfiff und der erste Computer, den ich hatte, war ein uralter vergilbter Rechner, den mir mein Opa vererbt hat, auf dem Windows ME lief. Hallo, ich bin Nervengift und mein erster Rechner war zusammengewürfelt aus irgendwelchen alten Teilen aus der Uni von meinem Vater. Servus, ich bin Simon. Mein erster Rechner war ein alter Dell-Laptop, der wie ein sterbender Hirsch röhrte. Hallo, ich bin Ghost und ich glaube, mein erster Laptop war der alte C64 von meinem Vater. So, dann stellt euch doch mal auf. Und wir brauchen die erste Frage. Nenne einen Compiler. Hatten wir das nicht schon? Nein. Der GCC. Ist der GCC dabei?
Jo, ihr dürft spielen. Keine Ahnung. Darf ich? Ja, ihr dürft jetzt spielen. Der Java-Compiler? Ist der Java-Compiler dabei? Ja. Er ist dabei. Dann sage ich mal LLVM. Ist LLVM dabei? Ist auch dabei. Ist Klang dabei? Ist Klang dabei? Auch. Ist das C-Sharp-Compiler dabei? Ist der C-Sharp-Compiler dabei? Scheinbar nicht. Ist der Intel-Compiler dabei? Ist der Intel-Compiler dabei? No pressure. Einmal dürft ihr noch. Mhm. Ich bin am Überlegen. Ja, viel Zeit hast du aber nicht. Ist da ein Python-Compiler dabei? Ist da ein Python-Compiler dabei? Leider nicht. So, ihr dürft jetzt versuchen zu klauen. Ihr habt die Chance zu klauen. Wir sagen der Rust-C. Ist der Rust-C dabei? Nein, ist er nicht. Ja, eure Punkte. Und jetzt darf der Nächste aufstehen und sich bereithalten. Was ist es denn? Auflösen bitte. Was? Auflösung bitte. Der GHC. Woran sieht man denn überhaupt, ob man gedrückt hat? Dann leuchten diese wunderschönen LEDs da. So, Hand vor den Buzzer und dann die Frage bitte. Nenne einen HTTP-Status. 404. 404, vielleicht dabei? Top-Antwort. 404 ist dabei. Ja, dann dürft ihr jetzt auch weiterraten. Ich schließe mich mal an mit 418. Ob 418 dabei ist? Was soll ich sagen? 418? 418, I'm a Teapot. 418, I'm a Teapot. 418 ist dabei. 423, I'm a Teapot. Ja. Wait, fuck. Ist 423 dabei? Sorry. Leider nicht. 420? Ist 420 dabei? 200, okay. Ob 200 dabei ist? 200 ist dabei. 403. 403. Auch dabei. 401. Access. Nee, unauthorized oder so. 401. So, jetzt habt ihr doch noch die Chance 500. zu klauen. Beratet euch. 500. Ist 500 dabei? 500 ist dabei. Hätte ich auch gesagt. Ja, das sind jetzt eure Punkte. Und ihr dürft euch schon mal wieder aufstellen. Einfach direkt draufhauen mal. Nee, sobald die Frage da ist, dürft ihr draufhauen. Habt ihr eben auch nicht gemacht. Doch, hab ich. Ja, ihr aber nicht. Das müsst ihr später regeln. Was drüber, nicht daneben. Gleich hinter der Bühne. Jürgen, kriegen wir die nächste Frage? Ja, bitte. Nenne einen Cocktail. Ja. Chunk. Chunk? Ist Chunk dabei? Ja, yeah. Mojito? Mojito? Mojito ist dabei. Gin Tonic? Gin Tonic. Leider nicht dabei. Caipirinha? Caipirinha dabei? Auch nicht. Ihr sollt einzeln und schnell und so. Vielleicht. Also ich privat jetzt wäre für Sex on the Beach. Ist Sex on the Beach dabei? Ist dabei.
Virgin Chunk? Bitte? Virgin Chunk? Ist Virgin Chunk dabei? Nein, leider nicht. So, nein. Ihr dürft jetzt versuchen zu klauen. Okay, das Team sagt Wodka Martini. Ist Wodka Martini dabei? Nein. Also, ihr behaltet eure Punkte. Und jetzt müssen wir noch auflösen, liebe Jury. White Russian. Und? Fürs Protokoll, das Team hat uns überstimmt. Cuba Libre. So, dann dürft ihr euch schon mal wieder aufstellen. Olli! So, bekommt ihr eine neue Frage, liebe Jury? Nächste Frage. Wir warten gespannt auf die neue Frage. Eine spannende Frage. Nenne ein Werkzeug. Wo leuchtet's? Das Entropia darf. Lötkolben. Ist ein Lötkolben dabei? Der Lötkolben ist dabei, aber nicht die Top-Antwort, also dürft ihr nochmal. Schraubenzieher. Ist ein Schraubendreher dabei? Moment. Also, man muss dazu sagen, das wurde vorher durch kompetente Moderation alles noch ein bisschen zusammengefasst. Das heißt, das ist nicht mehr unterscheidbar. Du hast an den Daten rumgespielt? Ich habe an den Daten rumgespielt. So ein bisschen. Aber Schraubendreher war jetzt doch höher, also dürft ihr spielen. Also, das Publikum hat da was gegen. Ich bin dafür, wir regeln das über eine demokratische Publikumsabstimmung. Okay. Das Publikum, welches Team soll spielen? Das Entropia? Wer ist für uns? Sieht nach Entropia aus. Okay. Schibo. Hammer. Hammer. Ist der Hammer dabei? Es gibt Schraubendreher und Schraubenzieher, beides. Oh Gott. Jury, ist der Hammer dabei? Der Hammer ist dabei. Aber welcher Hammer denn, hä? Das ist doch die Frage. Wir haben da ein Problem. Ein problematisches Problem. Es gibt auch einen Schraubenzieher. Also, wie wollt ihr das untereinander so regeln? Wollen wir das einfach so weitermachen? Neue Runde, okay, pass auf, wir machen das so. Ich hätte tatsächlich eine mögliche Lösung. Die kriegen einfach die 56 Punkte so gut geschrieben vom Schraubenzieher. Nee, die Runde fällt jetzt einfach weg. Die gab's nicht. Menno. Nochmal. Ja, auflösen können wir natürlich noch. Ein Phasenprüfer. So, jetzt spielen wir aber nochmal eine neue Runde. Jetzt bin ich selber gespannt. Nenne eine Shell. Das Entropia darf. Die Bash. Ist die Bash vielleicht dabei? Natürlich ist die Bash dabei. Dann dürft ihr jetzt spielen. Secure Shell. Ist die Secure Shell dabei? SSH. Jury? Ist nicht dabei. Die Z-Shell. Ist die ZSH dabei? Die Windows PowerShell. Ist die Windows PowerShell dabei? Sie ist dabei! Dazu muss man ganz kurz sagen, ich glaube, ich bin der einzige Windows-Admin in diesem Raum. Der es zugibt. Schön,
Wie du siehst, teilen 29 dein Problem. Ich sag mal die Fisch. Ist die Fisch dabei? Ja. Ich würde mal die SH sagen. Die SH? Die SH ist auch nicht dabei. Die Mac-Shell? Ist die Mac-Shell dabei? Jetzt darf das andere Team sich beraten. Habt ihr euch entschieden? Nee, dann KSH. KSH ist die KSH dabei? Ja, also Punkte gehen an euch. So, dann dürft ihr euch jetzt schon mal wieder aufstellen. So, Hände vor den Buzzer, nicht auf den Buzzer. Und die nächste Frage. Nenne eine Prozessorarchitektur. Du darfst. Überlegen. Ja, jetzt komm mal. Jetzt musst du aber auch mal langsam. Ich muss zugeben, ich habe wirklich keine Ahnung, deswegen Intel. Ja, dann würde ich sagen. x86? Gute Frage, ist x86 dabei? x86 ist dabei. Du darfst jetzt trotzdem noch mal versuchen. Ja, also, eigentlich hat er die Chance, weil es nicht die Top-Antwort war. Nee, hat er nicht, er hat ja nichts gesagt. i386? Ja, okay, das lasse ich durchgehen als Antwort. Ist i386 dabei? i386? Nein. Nein, ist nicht dabei. Also dürft ihr spielen. Deswegen ist das X ja vor der 86. Egal. Nächste, dann bin ich für Risk 5. Ist Risk wie dabei? Risk ist dabei. Bitte nicht absprechen. Wollen wir es so genau nehmen? Ich würde es wieder dem Publikum überlassen. Ich habe das sehr oft geguckt, ja, und es gilt immer, Spezifizierung schlägt über Kategorie und nicht andersrum. Also hätte ich Risk gesagt, dann stände Risk V, dann gilt es nicht. Ja, vielen Dank. Was will das Publikum? Will das Publikum, dass Risk zählt? Als ob. Tut mir sehr leid, Publikum will es so. Risk zählt nicht. Ja, können wir eine neue Runde machen? Jetzt wissen wir die Antwort ja schon. Da ist was dran. Ihr buzzert immer früher, euer Buzzer ist wahrscheinlich manipuliert. Das Kabel ist kürzer. Wir spielen jetzt einfach mal weiter. Also bitte nicht die Hardware beleidigen, ja? Hardware hat auch Gefühle. Macht mal einfach weiter. Ah. Wir sollen doch weitermachen. Also soll ich jetzt Risk sagen? Nein, sag was anderes. Arm. Ist Arm dabei? Arm ist dabei. Ja, jetzt sieht es schlecht aus. Dann sag halt irgendwas. Was könnte da noch bei sein? Risk? Geschickt kombiniert. Ist Risk dabei? Ist Risk dabei? Risk ist dabei. Ja, hier weiß man ja nie. Ihr dürft weitermachen. Ihr dürft euch nicht absprechen. Intel? Ist Intel dabei? Ja, i64 wahrscheinlich. Hätte ich jetzt mal so genommen. Intel ist nicht dabei. Ich probier's. A? Ist A dabei? So
Nee, ihr dürft jetzt versuchen zu klauen. Habt ihr euch entschieden? Wir vertrauen auf die Hacker. Wir haben uns entschlossen, MIPS zu sagen. Ist MIPS dabei? MIPS ist dabei. Eure Punkte. Ja. Dann war... Reicht nicht ganz. Ich glaube, wir lösen erstmal auf. AMD64. So, kriegen wir die Punkte noch, um zu gucken, wer gewonnen hat? Ja! Also, man kann es vermuten, es ist noch nicht zu... Ah, okay, es ist zu Ende gerechnet. Bernd hat gewonnen. Team Bernd. Ich hole dann nochmal Preise. So, nochmal diese wunderschöne Werbung und diese Preise für euch. Habt Spaß damit und gebt doch mal durch die Reihe durch. Behalte das bitte. So, theoretisch sind wir jetzt durch. Ein bisschen pöbeln? Ja, hat ja dann auch noch Spaß gemacht. Das Team jetzt das Spiel. Also, wir treten als nächstes Team auf, ihr könnt euch nicht dagegen wehren. Ich habe auch ein Mikrofon und ich habe auch einen Plan. Und zwar werden wir als Publikum gegen das FOH spielen. Und wir werden gewinnen. Da gibt es ein Problemchen bei. Wir haben nicht genug Fragen. Aber wir haben ja ein Publikum da, die können ja Antworten auf Fragen geben. Ich probiere mal was. Ja. Wir können eine ganz kleine Mini-Runde machen. Wir haben noch zwei Fragen. Dann muss der Teamlead vom FOH sich vorstellen. Wer ist denn der Teamlead vom FOH? Carsten ist, glaube ich, gerade unterwegs, oder? Der Teamlead ist unterwegs, ja. Ob das auf der Aufnahme drauf ist? Ich glaube, wir brauchen wirklich einen. Du bist der Teamlead. Gut, wir haben ein Teamlead von FOH. Wir müssen kurz mal... Mach mal TIFF-IT gegen TIFF-IT, das ist schwarze Team. Wir haben jetzt als Kompromiss TIFF-IT gegen TIFF-IT, weil die keine Logos uns gegeben haben und dann passt das. Also, jetzt brauchen wir noch jemanden aus dem Publikum, der buzzert. Hier, Kathi. Die pinke Katze ist schon dabei. Naja, das könnten... Das, oh. Da hat sich ein Freiwilliger gefunden. Ein Freiwilliger. Unser Publikums. Hand bitte nicht auf den Buzzer. So, dann probieren wir das mal. Liebe Jury, kriegen wir eine Frage? Nenne ein Gesellschaftsspiel. Wir hören dich nicht. Ich sage Monopoly. Ist Monopoly dabei? Ich kenne es nicht. Das FOH darf spielen. Dann nennt doch mal jeder eine Antwort. Ist das Spiel des Lebens dabei? Ist das Spiel des Lebens dabei? Spiel des Lebens ist nicht dabei. Ihr dürft weitermachen. Das ist auch nicht schön. Mensch, ärgere dich nicht? Ist Mensch, ärgere dich nicht dabei? Mensch, ärgere dich nicht ist dabei. FOH, ihr dürft weitermachen. Bitte nicht absprechen. Wir hören dich auf den Kanal, ich kann es auf dem Default sprechen. Achso, ist Schach dabei? Ist Schach dabei? Schach ist nicht dabei. Ja, einmal dürft ihr noch.
Ist UNO dabei? Ist UNO dabei? UNO ist auch nicht dabei. So, dann jetzt wir. Wer will was sagen? Risiko. Ihr müsst euch jetzt irgendwie absprechen. Sprecht euch ab. Risiko. Sagt mir Siedler oder Risiko? Siedler? Risiko? Die okay, Siedler wir sagen von Siedler. Katan. Ist Siedler dabei? Siedler ist dabei. Ja, das Publikum hat gewonnen. Jetzt müssen wir noch auflösen. Ja. Mau Mau. Wir lösen jetzt auf, liebe Jury. Risiko. Und Cards Against Humanity. So, dann jetzt bitte der Nächste aus dem Publikum und der Nächste aus dem FOH nach vorne. Es muss jetzt der Nächste in der Reihe. Ich mach das stellvertretend für alle. Du machst das stellvertretend. Wer will buzzern? Brauchen wir jemanden, der buzzern will? Hey. So. Ich gehe doch mal woanders hin. Das ist die nächste Frage. Nenne ein Netzwerkprotokoll. Das hatten wir schon mal, glaube ich. Die Frage hatten wir schon mal. Gib mir eine Sekunde. Nein, hat sie nicht. Wir haben am Anfang die falsche Frage gehabt und das war die und wir haben natürlich keine Antworten drauf gesammelt. Also wir können nicht spielen. So. Wer hat gebuzzert? Das FOH hat gebuzzert. TCP? Ist TCP dabei? TCP ist dabei. Ist UDP dabei? UDP? War das UDP? Das war UDP. Ist UDP dabei? UDP ist auch dabei. Ist HTTP dabei? Auch HTTP ist dabei. Kommt da noch was? Bitte nochmal. ICMP dabei. Ist ICMP dabei? ICMP ist nicht dabei. Jetzt Vorschläge aus dem Publikum, bitte. Dürfen wir jetzt? Nee, noch darf das FOH. Ist SSH dabei? Ist SSH dabei? SSH ist dabei. Ja, naja. Ja, FOH darf nochmal. Ist FTP dabei? Ist FTP dabei? Oh, das wird jetzt knapp. Wird's eng. FOH? Bitte nicht absprechen. Brechen sich bestimmt ab. Ist IP dabei? Ist IP dabei? Ah, ja. So, jetzt müssen wir das mal zusammenrechnen. Unsere Recheneinheit. Wir rechnen übrigens mit Papier- und Taschenrechner. Definition gewonnen. Ja, 853 gegen 500. Da hat das FOH gewonnen. Da gibt es auch noch Preise für. Wir haben keine Preise mehr. Natürlich haben wir keine Preise mehr. Die sind ja jetzt schon alle weg. Ernsthaft? So, wir haben keine Preise mehr. Wir haben keine Fragen mehr. So langsam wird's eng. Ja, ich glaube, dann machen wir jetzt hier dunkel. Danke. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ja, auch vielen Dank an dich, Laura. Gerne. Dankeschön.